Oh, was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute haben wir einen Special Guest am Start und zwar haben wir hier Ehrenmann Marius. Heute mit Dennis Bro, Jungs. Was geht, Alter? Was geht, Leute? Wir haben hier drei Minecraft Minekits. Eins solcher Kits kostet 10 Euro und wir haben in so einem Kit die Chance. Schau mal, geh mal näher. Guck mal, super rare. Wir können in jeder 48. Box ist ein echter goldener Creeper, der aus echtem Gold ist. Nein, der ist auch Bro. Ordentlich was wert, Leute. Oh und mein wir müssen Gott. Einfach hoffen jetzt, dass wir hier... Oh mein Gott! Dass wir hier einen goldenen Creeper drin ziehen, Leute. Wünscht uns Glück, lasst jetzt alle ein Like da. Und wir starten direkt mit dem ersten. Let's go, Bro. Soll ich am Boden challen? Warte. Oh, tschüss. Warte, zeig erstmal, wie das aussieht. Da ist so eine Pack. Warte, Müll tut alles hier rein. Hier ist Mülleimer. Oh, da ist auch Mülleimer. Leck die Pickaxe, guck mal. Eine süße kleine Pickaxe. Spitzhack ist auf. Ja, es hat geklappt. Okay. Kennen wir das Feuer zurück? Junge, ich bin einfach der absolute Minecrafter. Ist dir heute mal aufgefallen? Ja. Digga, ich sollte einfach. Wer von euch hat alles Minecraft gespielt und wer liebt auch alles Minecraft? Okay, bist du bereit Minecraft für den absoluten Wurf? Wer findet auch, dass es endlich Zeit wird für einen zweiten Minecraft-Teil, Leute? Minecraft 2. Ja, absolut niemand. Ey, es kommt doch immer neue Versionen dafür raus. Digga, bei einem Update Minecraft kommt einfach neuer Delfin, das war's. Was, wieso, wie stellst du dir Minecraft 2 vor? Ich weiß nicht, Digga. Gibt's denn auf einmal irgendwas Waffen? Cooles? Irgendwas Cooles, so Online-RPG-mäßig so. Auf jeden Fall hier, Bro. Lass erstmal, gib mal die Spitze, wo ist die Spitzhacke? Willst du wieder ein bisschen hacken? Ja. Ich mache jetzt Spitzhackenflip. Wenn du sie krass fängst, dann bist du ein King. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Guck mal. Das ist richtig schwer hier mit. Jetzt frage ich mich. Guck mal, ihr kennt ja diese goldenen, diese Secret Gold Steine, die sind zum Beispiel einfach zu öffnen, aber das hier mit dieser Axt ist wirklich. Ich will mal. Oh! Die Pickaxe ist kaputt. Und ich hab übel meinen Finger wehgetan, Bro. Egal, wir machen weiter. Ich hab so wehgetan. Ey, Bruder, ich sag's dir, wie es ist. Ich will jetzt mal wissen, ob du, wenn du wirklich mit voller Kraft hier auf den Boden schaffst, ob es kaputt geht. Warte. Wenn es jetzt einfach ganz bleibt, dann wirklich guck sehr, mal, was sehr wir gut. Guck mal, ich hab grad so heftig, wie ich konnte, da drauf gehauen. Es ist nur so wenig kaputt gegangen. Es ist ein Witz. Werf's auf den Boden. Soll ich nicht Wasser drauf machen? Werf's auf den Boden. Okay, ich werf's auf den Boden. Let's go. Soll ich so fest, wie ich kann? Ich weiß mal normal. Gucken. Ja, alles klar. Guck mal, was das für ein Stein ist, Bro. Mach so fest, wie du kannst. Okay. Warte. Was? Man kann noch nicht sehen, was da drin ist. Yo. Soll ich nochmal schauen? Warte, okay, schau. Ich mach den. Du machst den nächsten. Und? Wir haben einen Creeper! Leute, aber es ist nicht der Gold-Creeper, es ist der normale Creeper. Pass auf, dass er nicht explodiert, Bruder. Okay, Bro, den schenke ich dir. Wow. Danke. Doch. Bevor wir jetzt die zwei anderen aufmachen, lasst die gleichzeitig aufschauen. Wollte ich euch ganz kurz die App Clark vorstellen. Clark ist eine Versicherungs-App, wo jeder von euch jetzt die Chance hat, sich einen 45 Euro Amazon-Gutschein abzuholen. Das ist wirklich kein Spaß. 45? Wirklich, Bro. Es ist wirklich kein Spaß, Leute. Ihr müsst euch die App einfach runterladen. Link in der Beschreibung. Mit dem Code Dennis45 einfach 3 bestehende Versicherungen. Wenn ihr zu jung seid, zeigt es einfach euren Eltern und sie laden dann einfach 3 Versicherungen hoch und Clark erstellt dann eine Bedarfsanalyse, also das heißt, sie sagen einfach, ob ihr gute Versicherung abgeschlossen habt oder ob ihr schlechte habt und das war's schon. Also mehr passiert nicht, ihr bindet euch nicht, ihr müsst nichts bezahlen, nichts. Ihr müsst einfach 3 Versicherungen hochladen und das war's. Und Versicherungen sind wichtig, Leute. Zum Beispiel würde sich Marius in mein Auto setzen und sagen wir, Marius wiegt nochmal 50 Kilo mehr, als er jetzt schon wiegt, dann könnte es sein, dass mein Autositz kaputt geht. Wer haftet dann dafür? Marius ist haftpflichtversichert. Das ist auch eine Versicherung, genau, die ihr dort hochladen könnt. Also die ihr dort mit den 2 weiteren hochladen könnt. Kfz geht auch zum Beispiel. Oder es gibt so viele Versicherungen, Leute. Dann zahlt seine Haftpflichtversicherung mein Autositz. Deswegen, Leute, check Clark ab, benutzt den Code Dennis45 und holt euch euren Amazon-Gutschein. Und let's go. Mach du den nächsten auf, Bro. Und mein Finger tut wirklich richtig weh. Guck mal, bitte. Bro. Ja, okay, übertreib jetzt nicht. Digga, kennst du es nicht? So kleine Sachen tun immer übel weh. Ich verkneife mir einfach den Joke, Alter. Komm, ich mach's nächste Woche. Ich verkneife mir einfach. Keine Sorge, es wird alles hier noch aufgeräumt. Wir machen nur kurz fürs Video, tun wir alles hier kurz auf Boden. Keine Sorge. Keine Sorge, Leute. Wir sind ehrlich umweltbewusst. Kein Spaß. Boah, diese Spitzhacke ist so kacke gemacht. Guck mal, warum machen die das einfach auch in Minecraft-Style? Das ist so schlecht zu halten.
Es ist so dumm. Was soll es? Es tut weh, wenn du es greifst. Was findest du da drin? Ein Besen? Ich weiß nicht, Digga, aber irgendwas, was Sinn macht. Verdammte Scheiße. Okay, Leute, ich mach jetzt Ding. Ich versuche jetzt wieder mit voller Kraft. Oder? Mal gucken, ob ich ihn wieder beim ersten Versuch tot kriege. Okay. Ich würde ein bisschen genau. Weggehen, Bruder. Mach auf direkt hier auf Boden. Hier? Ja, hier, genau da, wo ich gemacht habe. Rücksicht auf den Kameramann, bitte. Aber auf dem Boden nicht, dass es jetzt wegbringt. Also, du musst so. Der wirft voll auf mich. Oh, fuck, Scheiße, Alter, wirf voll auf mich. Aufs Auto, stopp, pass auf. Oh mein Gott, fast aufs Auto ist es. Knappe Sache. Ey, no way. Es ist 0%. Okay, hier ein bisschen. Ja, wow. ich hab so schräg geworfen bei Kopf. Okay, was war hier gegen Bordsteinkante? Guck mal. Genau in die Ecke. Genau dagegen, Bro. Gib ihn. Schreibt in die Kommentare. Mach einen Home Run, Bruder. Home Run. Oh, der war gut. Und? Was ist da drin, Bruder? Oh, Bruder. Das ist eine ganz neue Figur. Die hatte ich noch nicht. Ah, das ist irgendwie so ein Minecraft-Tüftler. So eine kleine. Oh, guck mal, wie süß der aussieht. Aber wir haben keinen Goldkeeper, Mann. Okay, der letzte, Leute. Der allerletzte. Da kommt ein Auto. Soll ich den Jungs Bescheid sagen, dass wir ein Video drehen? Da kommt ein Auto. Stell dich mal davor und sag, er kann hier nicht durch. Ich wollte es eigentlich als erstes machen, aber dann sind alle weg. Scheiße, Mann, wieso hast du das nicht direkt gemacht? Das wäre so lustig gewesen. Egal, beim nächsten. Steht da Marius vom Auto und sagt, nein, du kommst hier nicht durch heute. Was soll das? Hämmer noch einmal mit der Spitzhacke so fest, du kannst drauf. Ja, Alter, dann gleich siehst du das andere Teil von der Spitzhacke hier oben rausgucken. Komm, Zimmer drauf. Ey, ich tu mir weh. Ist okay. Ist stark. Noch ein bisschen mehr. Oh, shit. Was ist die Figur? Heute Creeper? Hä? Hier ist sie! Es ist eine Kuh! Es ist eine Kuh! Nee, es ist eine Katze, Bro. Was für Kuh. Ja, okay, es ist ein Motorlot. Er sagt einfach Kuh. Er sagt Motorlot, die Dinger, ich weiß. Ja, er sagt einfach Kuh. Bruder, die ist geil, Mann. Die stelle ich mir auf. Wild, ey, wir haben es aber nicht hinbekommen, den Goldkeeper zu finden. Das war's komplett. Leute, wenn ihr wollt, dass ich noch mehr Minecraft Minekits kaufe, lasst einen Like da, schreibt es in die Kommentare, checkt auf jeden Fall Marius ab und ladet euch jetzt die App Clark runter. Holt euch wirklich euren 45 Euro Amazon-Gutschein ab, Leute. Das ist kein Spaß. Danke. Ladet sie euch runter, Link in der Beschreibung, Dennis45. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Hier, hinter der Kamera, auch am Start. Was geht, Leute? Hier, wir haben noch mehr hier, Leute. Wir sind nicht nur zu dritt hier. Was geht? Ich bin auch hinter der Kamera heute, Jungs. Okay, Leute, macht's gut. Wir sehen uns. Habibis. Ciao, ciao.